Wir haben ein ganz interessantes Projekt gemacht mit den BZR Wirtschaftsschulen. Da sind drei Schmierige auf uns zugekommen und haben gesehen, sie wollen gerne bei uns ein Projekt umsetzen. Ich habe mir das angehört und dann ist die Idee entstanden von ihnen aus, dass sie ein glutenfreies Bier machen könnten. Wir machen im Zuge unserer Diplomarbeit ein glutenfreies Bier hergestellt mit der Brauerei Eck. Auf die Idee sind wir cool, weil es sind immer mehr Leute von Zöliakie oder Glutenintoleranz betroffen. Und wir wollten denen einfach ein bisschen helfen, dass die auch ein gutes Bier haben, wo dem glutenhaltigen Bier sehr nahe kommt, geschmacklich. Außerdem sind wir auch auf die Idee gekommen, weil aktuell auf dem Vorarlberger Markt speziell gibt es noch kein so ein glutenfreies Bier. Die Schmieriger waren da vorher in Flamme und so ist das Projekt gewachsen. Und dann haben wir mit dem Dominik einen Mann gefunden bei uns in den eigenen Reihen, der gesagt hat, ja, er traut sich das zu. Er ist bei uns der Experimentiermeister, hat auf seiner Kleinstanlage dann ein glutenfreies Bier gemacht. Zu mir kam ja dann Lukas, wie erzählt, und hat gemeint, mir hätte das Projekt glutenfreies Bier, ob ich mich da ein bisschen auskenne. Dann haben wir mit einer Firma, die Enzyme produziert für Brauereien, haben wir ein Enzym bekommen, welches das Gluten, das Eiweiß, was im Gerstemalz vorhanden ist, aufspaltet. Bei der Eiweißrast in kleine Aminosäure und koagulierbarer Stickstoff, welcher dann von der Hefe quasi verwertet wird und verstoffwechselt werden kann. Und somit ist kein Gluten dann mehr in unserem Bier drin. Heute machen wir da jetzt unsere Verkostung. Da kommen unter anderem viele Leute, die wir vor allem auch kennen, die selber an Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie leiden. Oder Leute, die sich einfach sehr für Bier interessieren und das gehen trinken. Und mit dabei ist zum Beispiel auch die Barbara Groin von der Arbeitsgemeinschaft Zöliakie Vorarlberg, die sich da gut auskennt. Unsere Lehrer, die uns da auch tatkräftig unterstützt haben, sind auch bei der Verköstigung dabei. So, wir machen in Zusammenarbeit mit der Brauerei Eck ein glutenfreies Bier. Jetzt arbeiten wir Verköstigung, ich kann leider nicht teilnehmen, aber trotzdem zum Wohl. Die Mädels waren sehr engagiert, die haben natürlich da sehr viele Sachen können lernen. Weil die Idee zum Her, glutenfreies Bier zu machen, ist das eine. Was alles dazugehört drumherum, das ist das andere. Und das haben sie, ich glaube, in diesem Projekt zusammen mit uns können lernen und erfahren, was da dazugehört. Da geht es um, was sind die Bestimmungen für glutenfreies Bier, was darf man aufs Etikett schreiben, gibt es überhaupt einen Markt dafür? Also beim Etikett, da haben wir auch unsere eigene Idee eingebaut. Wir haben das dann mit dem Philipp Kleber zusammen gemacht, das ist der Grafikdesigner von der Brauerei Eck. Schlussendlich haben dann sie das designt, weil man gesehen hat, das sollte halt genauso auch in die Reihe von der Brauerei Eck passen. Wenn die Nachfrage groß ist, dann ist das gut und dann werden wir so überlegen, was wir mit dem Ergebnis dieser Projekte einfach tun. Da gibt es dann auch einen Fragebogen, das haben auch die Schmelge entwickelt. Da bin ich extrem gespannt, was zurückkommt. Also bisher haben wir 20 Kisten Bier gebraut. Das wird jetzt an der Rampe von der Brauerei Eck verkauft. Und dann schauen wir weiter, ob man das noch weiter produziert.